Ja, ich heiße Henning Schulte-Uffelhage. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Sauenhaltung, Jungsauenvermehrung und Ackerbau, Waldbau hier am Rande des Teutoburger Waldes. Die Bodenarten hier sind Lehm mit einem hohen Anteil Ton, die im Sommer zur Trockenheit neigen, sodass ich eine starke Klutenbildung habe. Aber wenn sie dann nass werden, ist es dieser besagte Minutenboden und man muss relativ schlagkräftig sein, um dann im Grunde genommen im Trockenen die Saat reinzubekommen. Wir machen seit mehreren Jahren fluglose Bodenbearbeitung. Im Grunde genommen vorher zweimal grubbern und dann säen und haben seit 5 Jahren eine Horsch Pronto DC. Jetzt hatte ich in den letzten beiden Jahren das Problem, dass nach der Getreideernte der Boden gegrubbert wurde oder mit einer Kutscheimegge aufgegrubbert worden ist und dass die Kluten zu fest gefroren sind. Also der ganze August letztes Jahr war knochentrocken, keine Niederschläge, sodass die Kluten in dieser Größe waren, aber jetzt sind sie feucht und ich kann sie zerbröseln. Und letztes Jahr waren sie im Grunde genommen so steinhart, dass ich da jemanden erschlagen mit konnte. Auf den DLG-Feldtagen habe ich mit dem Kollegen Weizmann gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass er gar nicht so weit weg von uns wohnt. Und vor der Rapssaat, wo ich nicht wusste, wie kriege ich den Raps in die Erde durch die hohe Klutenbildung und weil wir keine zapfwellengetriebenen Geräte mehr haben, habe ich ihn angerufen, ob er da noch was hatte. Und er hatte einen Vorführer, diese Maschine, da stehen und wir haben sie uns spontan geholt und haben damit den Raps gesät. Der Erfolg war gut. Das war zwar ein relativ schlechtes Auflaufen oder verspätetes Auflaufen, aber es war einfach der Trockenheit geschuldet. Aber die Bearbeitung mit der Güttler-Maschine war eigentlich sehr zufriedenstellend. Dieses Jahr haben wir sie im zweiten Jahr. Der Boden ist dieses Jahr zur Rapssaat war er relativ trocken. Da haben wir zum Teil nur mit der Walze gearbeitet, ohne Striegel vorne vor. Jetzt zur Gerstensaat ist der Boden feucht. Es hat in den letzten Monaten 100 Liter gegeben und wir sind seit Montag. Heute haben wir Mittwoch bei der Saat, sodass wir den ersten einen Tag grubbern wir vor. Am nächsten Tag wird gesät und wir lassen den Striegel vorne mitlaufen oder den kleinen Grubber einmal hier im Geflügten. Einen Teil haben wir dieses Jahr geflügt, um die Schollen zu brechen. Und in dem nicht geflügten Vorfruchtweizen, weil wir relativ hohe Strommengen haben, um noch einmal das Stroh besser zu verteilen und einen glatten Untergrund für das Fahrzeug zu haben, um hohe Geschwindigkeiten bei angenehmem Fahrkomfort zu realisieren. Wir fahren ungefähr 13-14 km/h mit dem Schlepper, sodass wir mit einer 3 Meter Maschine eine Aussaatleistung von 2 bis 3 Hektar die Stunde haben. Spritverbrauch noch dazu, die Walze. Die Walze ohne Zinkenrahmen braucht nicht mehr Sprit. Wir liegen so bei 8 Liter Spritverbrauch pro Hektar. Mit der Horsch, wenn der Zinkenrahmen durchs Geflügte durch muss, da sind wir 1 bis 2 Liter höher. Wenn er nur so über die Mulchsaatfläche drüber schrappen muss, da ist der Spritverbrauch 0,5 Liter bis 1 Liter höher. Also wir hoffen weiterhin, dass die Maschine uns nicht im Stich lässt, dass sie nicht kaputt geht. Sie läuft im Grunde genommen bei allen Saaten vorweg, ich denke mal mit gutem Erfolg.